Wusstest du, dass fast alle Ergebnisse und sogenannten Erfolge, also Gesundheit, Fitness, deine Fähigkeiten, deine Beziehung und aber auch dein Geld und deine Zielerreichungsquote abhängig sind von einem einzigen Erfolgsfaktor? Wenn dir das bisher nicht bewusst war und wenn du wissen willst, wie du diesen Erfolgsfaktor für dich nutzen willst, dann schau dir jetzt dieses Video an. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern habe auch viele Erfahrungen im Bereich Leistungssport gesammelt oder viele Instrumente gespielt und in dem Laufe meines Lebens viele Menschen dabei begleitet, erfolgreicher zu sein. Und das, was ich in dem Leben der Menschen gefunden habe, ist, dass dieser Erfolgsfaktor, den ich heute behandeln werde, von den meisten missachtet wird und dann den Erfolg gekostet hat. Was ist nun dieser geheime Erfolgsfaktor, der für alle Menschen, egal ob sie Bill Gates, Elon Musk oder Max Mustermann heißen oder Lisa Müller, dieser Erfolgsfaktor basiert auf folgendem Prinzip. Und zwar alles, was du heute hast und bist, dein Knochenaufbau, dein Gehirn, deine Herz-Kreislauf-Gesundheit, deine Muskulatur, deine Fähigkeiten, all das ist auf einem gewissen Leistungsniveau. Also nenne ich den mal X. Und wenn du dieses Leistungsniveau nicht forderst, wenn du also keine regelmäßigen Reize setzt, dann ist dein gesamter Organismus darauf ausgelegt, abzubauen. Das bedeutet also, alles, was du nicht nutzt, use it, wird automatisch abgebaut. Vielleicht kennst du den Zustand, dass du eigentlich zum Sport gehen möchtest, aber du sitzt lieber auf der Couch. Vielleicht kennst du den Zustand, dass du eigentlich lesen möchtest, dich weiterbilden möchtest, aber es wäre viel angenehmer, einen Film zu schauen. All diese Komponenten sind zurückzuführen auf das ökonomische Prinzip, dass der Körper immer versucht, mit dem absoluten Minimum an Energie durchzukommen. Und das ist zweckmäßig, denn je mehr Energie du verbrauchst, desto kürzer kann in einer Krise auch deine Lebenserwartung sein. Umgekehrt bedeutet also erst, dass der Körper alles abbaut und zurückfährt, was er nicht braucht. Wenn du also deine Muskeln nicht regelmäßig unter Anspannung, unter Belastungsreize, vielleicht sogar mit Tick Überforderung setzt, wird er abbauen. Das gilt aber genauso für deine Knochen. Und letztendlich ist es auch, dass das Gehirn alles abbaut, was nicht regelmäßig eingesetzt wird. Wenn du also 2, 3, 4, 5 Jahre dein Instrument nicht mehr spielst, dann wirst du es schwieriger wieder neu bedienen können und ein Lied gut spielen. Wenn du eine Fremdsprache 4, 5, 6, 7 Jahre nicht brauchst, nun, dann wirst du dich immer schwieriger daran erinnern und immer schlechter in der Performance sein. Also letztendlich alles, was du einmal erlernt hast oder an körperlichen Ressourcen besitzt, verfällt, wenn du nicht Reize setzt. Und das Interessante ist, dass es auch für deine Beziehung gilt. Wenn du dich also um deine Beziehung nicht kümmerst, wenn du also keine Zeit investierst, dann nimmt dir die Zeit deine Beziehung. Auf der anderen Seite kannst du aber auch das Gegenteil erreichen. Es muss also nicht sein, dass deine körperliche Leistungsfähigkeit, deine Gehirn- und Lern- und Merkfähigkeit oder die entsprechenden Sprachen, die du gelernt hast oder die Instrumente, die du spielst, abbauen. Du kannst die auch aufbauen. Die Erforderlichkeit ist nur hier, dass du regelmäßig in deinem Zeit- und Lebensmanagement die richtigen Reize zur richtigen Zeit setzt. Und was bedeutet es, die richtigen Reize zum richtigen Zeitpunkt zu setzen? Da sind die Gehirnforscher einig, dass jeden Tag 24 Stunden körperliches Fitnesstraining nicht zum Aufbau führt, sondern auch zum Abbau, weil die Erholungsphasen nicht eingehalten werden. Du brauchst also schon Kenntnis darüber, wie deine Muskulatur oder wie deine Knochen sich auch erholen müssen, sich regenerieren. Und du brauchst auch Know-how über dein Gehirn, wie diese Fähigkeiten erhalten werden und weiterentwickelt werden. Und du brauchst auch entsprechendes Know-how darüber, wie Beziehungen oder wie Wirtschaft funktioniert, wie bestimmte Ziele erreicht werden. Kein Marathonläufer wird in einer Woche sich vorbereiten. Er braucht ein Jahr. Auch für Familiengründung brauchst du 9 Monate für ein Kind und für Beziehungsaufbau reichen auch nicht 2 Tage aus, um eine solide, fundamentale, vertrauensvolle und tragfähige Beziehung aufzubauen. Alles braucht seine Zeit, aber nicht jeden Tag brauchst du für alles 24 Stunden. Es ist also eine Managementaufgabe, diese Bereiche so sinnvoll zu gestalten, dass sie so regelmäßig mit Reizen konfrontiert werden, dass eine Aufbauphase plus Erholungsphase und dem nächsten Reiz wieder gesetzt werden können. Die Frage, was macht jetzt tatsächlich also den Unterschied aus, wenn du die Menschen beobachtest, die 20, 30, 40, 50, 60 Jahre auf der Welt sind? Denn die Ergebnisse, auch in deinem Umfeld, werden ganz unterschiedlich sein. Die einen sind eher erfolgreich und die fit und die anderen sind eher erfolglos und vielleicht ein wenig übergewichtig.
Die einen entwickeln sich stetig weiter und erleben viele Abenteuer und bei den anderen passiert nichts Neues. Und der Unterschied ist in diesem Kreis hier zu finden. Die 100% stehen für die 100% deiner Lebenszeit, die du hast pro Tag, 24 Stunden, die du hast pro Woche, 168 Stunden, mal Anzahl der 52 Kalenderwochen pro Jahr. Das ist dir genauso gegeben wie mir und allen anderen Menschen. Die Frage ist nur, was ist nun der Unterschied, was die einen anders machen als die anderen? Das, was alle Menschen gleich investieren müssen, mehr oder weniger, ist natürlich Zeit in Schlaf, Hygiene, Essen und natürlich auch in Dienstleistung, Arbeit. Sprich also am Markt in den Leistungstausch einzutreten, um Geld zu verdienen, um damit die zu bezahlen, die einem wiederum in anderen Bereichen dienen. Wenn es aber darum geht, den Leistungszustand, den man heute hat, zu schützen vom Abfall, da scheiden sich die Geister und du siehst es in den Terminplänen der Menschen. Während die einen also ihren Körper, ihre Fitness erhalten und Fitnessstühle gehen, regelmäßig laufen, auf ihre Ernährung achten, Vorsorgeuntersuchungen machen, gibt es die anderen, die dann eher sich auf die Couch setzen und Fan sind. Fan von einer Formel-1-Mannschaft oder Formel-1-Fahrer, Fan sind von einer Fußballmannschaft, einer Handballmannschaft, sich Europameisterschaften, Champions League angucken oder ganz andere Dinge. Fakt ist, sie verbringen ihre Zeit auch nur nicht mit dem Erhalt ihrer körperlichen Fähigkeit. Und die gleichen Menschen häufig gehen auch mit dem Geist so um. Sprich also, sie reaktivieren nicht ihre Fähigkeiten, egal ob es das Musizieren ist, das Üben am Instrument oder es um die Sprache geht oder um bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel Reden zu halten. Das verfällt, es wird sich lieber, was der durchschnittliche Deutsche macht, 4 bis 5 Stunden am Tag vor den Fernseher gesetzt. Die beiden Fragen, die ich dir stellen möchte, ist, willst du lieber Fan sein von irgendeiner Mannschaft und gucken, wie die immer fitter werden und auch meistens mehr Geld verdienen? Oder willst du ins Fitnessstudio gehen? Willst du deinen Geist trainieren, neue Fähigkeiten oder zumindest deine vorhandenen Fähigkeiten erhalten? Oder willst du dich lieber berieseln lassen vom Fernsehen? Genau diese beiden Entscheidungen sind dafür die Ursache, ob du abbaust körperlich und immer dicker wirst und immer dümmer wirst oder ob du aufbaust, ob du immer schlauer wirst und auch zumindest Fitness erhältst. Und ganz besonders ausschlaggebend für deinen Erfolg im Bereich Zielerreichung oder Verdienststeigerung oder mehr Beziehungen zu haben, liegt in der Frage, wie du damit umgehst mit dem Rest der Zeit, ob du etwas Neues lernst. Das Gehirn ist nun mal darauf ausgelegt, Neues lernen zu wollen, wachsen zu wollen. Dafür gibt es einen kleinen Kern in unserem Gehirn, der heißt Nucleus Accumbens und der ist dafür da, das Lernen zu belohnen. Lernen und Neues ist nun mal auch für das Gehirn Zucker, weil wir natürlich darauf ausgelegt sind, sich verändernden Kontexten anpassen zu können. Wenn du aber dieses Bedürfnis nach Neuem befriedigst mit Social Media, mit Klatschpresse, mit Filmserien, dann ist dein Gehirn natürlich voll beschäftigt und wird dort auch das Neue abspeichern. Aber was dann auf der Strecke bleibt, was dann keinen neuen Reiz bekommt, wachsen zu können, ist nicht nur deine Fitness, deine Muskulatur, sondern es ist natürlich auch deine Fähigkeiten. Es sind dein Wissen, es ist letztendlich auch dein Beziehungsnetzwerk, was nicht weiter wächst. Und wenn du nicht mit der Zeit gehst und wächst, dann gehst du mit der Zeit. Deine Wettbewerbsfähigkeit, egal ob als Angestellter, Führungskraft, Selbstständiger, Unternehmer, Experte, Dienstleister, verfällt dann, weil deine Mitbewerber, die anderen Mitmenschen, machen es dir nicht alle gleich. Es gibt diejenigen, die sich weiterentwickeln und im Abstand zu denen fällst du natürlich zurück. Wenn ich dir also die Frage stelle, wer hat deine 24 Stunden, deine 168 Stunden in der Woche, deine 52 Kalenderwochen im Jahr tatsächlich im Griff, wer ist dafür verantwortlich, dann wird uns beiden klar sein, das liegt bei dir und für meine Zeit bei mir. Das heißt, wir treffen jeden Tag, jede Sekunde, auch jetzt wieder die Entscheidung, ob irgendeine wichtige Fähigkeit verfällt, ein Wissen, eine Vokabel, eine Sprache, eine Instrumentfähigkeit oder irgendeine andere Prozedur, die wir mal erlernt haben. Oder wir haben einen Plan, der danach ausgerichtet ist, dass die wirklich wesentlichen und wichtigen Fähigkeiten, Beziehungen und Maßnahmen zum Erhalt der körperlichen und geistigen Fitness im Trainingsplan, im Wochenplan auch wiederzufinden sind und auch stattfinden. Erst dann ist ein Aufbau möglich, erst dann wird verhindert, dass sich alles abbaut. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sagen, ja, ich bin zu alt oder ich bin halt dafür nicht gegönnt oder mein Körper bringt die Voraussetzung für die Fitness nicht. Nun, da kann ich sagen, wenn du 10, 20, 30 Jahre nach diesem Prinzip lebst, dann ist dein Level deines Trainings,
deiner Muskulatur, deines Knochenzustands, deines Fähigkeitszustands schon sehr stark abgebaut. Du bist dann schon hier unten. Und klar bist du dann nicht fit. Heißt es aber auch, dass du dieses plastizitäre Prinzip deines Organismus verloren hast, dass deine Muskeln nicht mehr aufbauen, deine Knochen sich nicht mehr anpassen, dass dein Gehirn sich nicht weiterentwickelt? Nun, das wissen die Forscher anderes. Bis zur letzten Sekunde deines Lebens werden Gehirnzellen gebildet. Bis zur letzten Sekunde deines Lebens kann dein Muskel, können deine Knochen sich anpassen. Bis zur letzten Sekunde deines Lebens kannst du mit anderen Menschen interagieren und Beziehungen aufbauen. Or lose it. Das ist der Slogan, das ist deine Entscheidung, mit der du jeden Morgen aufstehen kannst und abends schlafen gehen kannst und zurückschauen kannst. Hast du heute verloren, abgebaut oder hast du investiert und aufgebaut? Ja, es ist vielleicht ein neues Denken, aber auf der anderen Seite ist es so, dass du die Freiheit hast, jeden Tag neu zu starten, heute die Entscheidung zu treffen, das Ruder rumzureißen und sagen, ich will aufbauen und zwar in den Bereichen der Fähigkeiten, des Fitness und des Wissens. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst auch heute neue Beziehungen aufbauen, neue Sprachen lernen, neue Unternehmen gründen, neue Berufe erlernen und letztendlich diese auch systematisch erhalten. Wenn dir bewusst ist, dass du es in der Hand hast, dass dein Körper, dein Geist mit den Belastungsreizen und den Aufgaben konfrontiert wird, die zum Aufbau führen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann ist es unsere Aufgabe als Coaches und Berater, nicht nur Menschen dabei zu helfen, Unternehmen zu gestalten und einen Aufbauplan zu machen, sondern natürlich auch die Unternehmerpersönlichkeit zu unterstützen. Denn fällst du als Unternehmer aus, als Gründer, als Inhaber, als Geschäftsführer, das wird sehr teuer. Und gerade wenn du nur alleine bist, ist damit meistens das Unternehmen auch tot, wenn deine Gesundheit hinüber ist. Deshalb empfehlen wir dir, nicht nur deinen Unternehmensplan aufzustellen, sondern auch deinen gesamten Lebensfahrplan aufzustellen mit allen wichtigen Unternehmensbereichen, allen Beziehungen und gesundheitlichen Aspekten und das in eine Woche zu gießen, die funktioniert, die belastbar ist, wie ein Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung in allen relevanten Lebensbereichen enthält. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, lade ich dich ein, jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch und auch gerne nachzufragen, wenn mein Buch veröffentlicht worden ist. Den Link wirst du später hier finden zum Thema Zeitmeisterschaft, damit du ein ganzheitliches, erfolgreiches Leben, aber stressfrei gestaltest, weil es organisiert ist, weil nicht alles auf einmal, sondern in richtigen Abständen zwischen Anspannung und Entspannung organisiert ist. Und ja, es gibt einiges, auf das du verzichten wirst. Das kann Fernsehen sein, das kann das Fan sein, das kann Social Media sein, es können Computerspiele sein oder andere Ablenkungen, die dir nur die Zeit rauben und letztendlich den Aufbau deiner Erfolgsprinzipien kosten werden. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, das umzusetzen. Gerne kannst du den Kanal abonnieren, das Video liken und uns weiterempfehlen und fang heute an, den Aufbau zu gestalten. Dein Daniel Schäfer.